Ich habe Nico schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und dann dieses Telegramm. Absender unbekannt. Von Nikos Tod wird darin berichtet. Der Regen prasselte schon im Landeanflug unaufhörlich an das Linienflugzeug Madrid-Paris. Kein sehr schöner Tag dieser Metropole. Es ist ein seltsames Gefühl, nach all den Jahren die Rue Jarry wiederzusehen. Na dann, wollen wir mal. Nico, Gott sei Dank. George,
Ich dachte, dir wäre etwas zugestoßen. Warum denn das? Hä? Habe ich etwas verpasst? Dieses Telegramm hier... Dazu kann ich dir auch nichts sagen. Dazu kann ich dir auch nichts sagen? Ist das das Einzige, was dir einfällt? Ich habe mir verdammt nochmal Sorgen um dich gemacht. Du siehst, es geht mir gut. Macht es dir was aus, jetzt zu gehen? Ich habe noch sehr viel Arbeit. Nico, was ist mit dir los? Ich komme extra aus den USA angereist, um nach dir zu sehen, möchte dich in meiner Nähe haben und dann wirkst du so abweisend. Tut mir leid, George, aber ich habe viel zu tun. Dann werde ich wohl besser gehen. Ist besser so. Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen bei Jack zockt Baphomets Fluch 2.5. Baphomets Fluch 2.5. Warum heißt ein Teil einer Spielereihe 2.5 und nicht 3? Oder ja, tun sie. Es gibt, hatte ich zu Anfang auch gesagt, beim ersten Teil schon und beim zweiten glaube ich auch. Es gibt Baphomets Fluch 1, 2, 3, 4 und 5. So. Das, was wir heute ab heute erstmal spielen, bevor wir mit dem dritten Teil weitermachen, ist Baphomets Fluch 2.5. Wenn das kein offizieller Teil einer Reihe ist, warum sind wir dann hier? Warum sehen wir uns das hier an oder warum spielen wir das? Ganz einfach, weil ich jetzt erstmal speichere. Ja. Ich habe ja schon ein Testspiel gemacht hier von ein paar Minuten. Oh. Ich speichere das so, wie ich das schon mal gespeichert hatte. So. Baphomets Fluch 2.5. Baphomets Fluch ist, wie 2.5 ist, wie ich schon gesagt habe, ein Fanprojekt. Ja. Ich kann auch mal vorlesen, ich habe einen Auszug hier aus der Wikipedia, wo es da um 2.5 geht. Ich meine, googeln können wir alle selber, das weiß ich auch, aber warum sollt ihr das tun, wenn ich euch das auch vorlesen kann? So, hier geht es natürlich, in der Wikipedia um die Teile, um alle Teile und da ist unten ein extra Abschnitt Fanprojekt Baphomets Fluch 2.5. So. Okay, der zweite Teil ist von 1997, der dritte Teil ist von 2003, der vierte Teil ist von 2006, glaube ich, erst gelesen. So, ab 2001 entwickelte ein Fanzusammenschluss unter dem Namen Mind Factory, haben wir gelesen am Anfang. Mit Duldung von Revolution Software einen inoffiziellen Nachfolger zu Baphomets Fluch 2. Baphomets Fluch 2.5 mit dem Untertitel Die Rückkehr der Tempelritter entstand ganz im Stil der ersten beiden Teile im handgezeichneten 2D-Comic-Stil, wie wir hier sehen können. Die Entwickler konnten dabei Alexander Schottky, Georges deutsche originale Stimme und andere professionelle Synchronsprecher, unter anderem Joachim Kerzel, Synchronstimme von Jack Nicholson, wenn der Name noch jemandem was sagt, ist ja nun auch nicht mehr unbedingt der aktuellste große Name im Filmgeschäft. Oder Dirk Meyer, Klammer zu. Ohne Gage für das Projekt, gewinnen. Also die haben keine Gage dafür gekriegt, weil es ist ein Fanprojekt. Ja. Die Spielzeit entspricht in etwa der des Originaltitels. Das Fan-Adventure wurde im September 2008 als Download für
Windows-PCs veröffentlicht. Seit 2016 ist das Spiel mit der virtuellen Maschine ScumVM auf modernen PCs sowie Computern mit diversen anderen Betriebssystemen lauffähig. Und jetzt steht nur noch was zur Handlung, aber das wollen wir nicht wissen, das wollen wir spielen. So, das ist der Auszug aus Wikipedia, was Wikipedia dazu zu schreiben hat. Was habe ich noch dazu zu sagen? Es ist natürlich hervorragend, dass wir hier den Originalsprecher dabei haben. Es ist schön, wenn die Sprecher da so kulant sind oder so gut locker drauf sind, dass sie bei solchen Sachen mitmachen, ohne dafür auch nur einen Cent zu kriegen. Nur einfach nur, weil sie Spaß daran haben. So, das ist natürlich, wie gesagt, Hut ab und Respekt dafür, Ehrenleute. So, warum Franziska Pigola, die Sprecherin von Nico, hier nicht dabei ist, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Sie ist einfach nicht dabei. Und gut. So, ich weiß nicht, ich will mal behaupten, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass die gute Frau jetzt unbedingt hier dieses große Geld dadurch machen will. Und was man so von ihr gehört und gelesen immer wieder hat, scheint sie auch relativ locker darauf zu sein. Ich spekuliere einfach mal darauf, dass sie nicht zur Verfügung stand, weil sie mit anderen Projekten beschäftigt war. Ja. Es gibt ja die diverse Sprecher oder Schauspieler, die machen nichts, ohne dafür genug Kohle zu kriegen. Ich meine, gute Arbeit soll auch entsprechend entlohnt werden, aber man soll doch irgendwo hier leben und leben lassen. Und ich finde, man sollte, wenn man so schon die Möglichkeit kriegt, hier an sowas teilzunehmen, so sollte man da auch vielleicht mal ein Auge zudrücken, sage ja, ich mache das eben mit. Und wie gesagt, die beiden hier, der Alexander Schottky und die Franziska Pigola, ich meine, die, wie gesagt, ich bleibe einfach bei der These, sie hatte einfach keine Zeit. Ja. Gab es ja auch schon bei diversen Filmen, wo bekannte Synchronsprecher ersetzt werden mussten, weil sie einfach gerade mit anderen Projekten beschäftigt waren. Ja. In den Originaltitel, dann in den weiteren Originaltitel 3, 4 und 5 haben wir, ich glaube im 5., ich weiß gar nicht, im 5. müsste ja eigentlich auch wieder zu hören sein bei der Inigo. Ja, Franziska Bigola ist ja leider inzwischen verstorben, ist ja gar nicht so lange her. War das dieses Jahr, letztes Jahr? Oder schon? Ich müsste schwindeln, ich weiß es jetzt gerade nicht. Also es ist noch nicht allzu lange her. Ja. Wie gesagt, das hier ist ein Fanprojekt. Mit Duldung von der Revolution Software hatten wir ja gerade gelesen, oder hatte ich vorgelesen. Aber ich weiß auch nicht, ob das direkt jetzt zu den Kanon dazugehört. Weil Kanon besteht ja immer aus offiziell entwickelten und offiziell veröffentlichten Teilen. Teilen, ja. Deswegen weiß ich auch nicht, weil ich habe dieses Spiel, ich habe den dritten Teil gespielt. Ich habe das Ding hier aber noch nie gespielt. Das ist absolutes Neuland für mich. Ist absolut blind das Ding, außer jetzt die ersten paar Minuten, die ich schon mal aufgenommen hatte. Aber das war irgendwie, weiß nicht, da war ich übermüdet und so. Hab nur in mein Taschentuch geschnäuzt die ganze Zeit. Da habe ich gesagt, das will ich niemandem antun. Ich mache das einfach normal hier und fertig die erste Folge. Jo. Irgendwas wollte ich noch sagen. Wie gesagt, das Spiel soll über Scum spielbar sein. Ich spiele es aber nicht über Scum. Ich habe es ganz normal installiert. Und ja. Funktioniert, läuft. Der Witz ist allerdings, ihr seht das gerade im 4 zu 3 Format. Weil das Spiel wurde so entwickelt, dass es wie die Originaltitel im 4 zu 3 Format sind. Und die haben von 2001 bis 2008, das sind 7 Jahre, haben die daran gearbeitet. Hut ab, auf jeden Fall. Ja. Kann man überall downloaden. Also einfach mal eingeben. 2.5, vielleicht werde ich auch mal einen Link setzen, wo man es sich holen kann. Ist natürlich gratis. So ein Fanprojekt, dafür keine kommerziellen Gewinne rausziehen. Wir gehen schon mal runter, ja. Ja, und Ja, ich deswegen. bin es, Nicole. George war eben hier. Das Telegramm ist angekommen. Seltsam. Oh,
Die durften keinen kommerziellen Gewinn erzielen, deswegen ist es gratis verfügbar. Warum spiele ich den Teil jetzt, obwohl es eigentlich ein Fanprojekt und kein Original ist? Ganz einfach, weil es, ob jetzt mal, da sei mal dahingestellt, ob sie zum Kanon gehört oder nicht. Nur, ich wollte es doch an der richtigen Stelle spielen. Es spielt nach dem zweiten Teil, es spielt vor dem dritten Teil, also spielen wir das auch jetzt zwischen 2 und 3. Und danach geht es dann ganz normal weiter mit 3, 4, 5. Ja. Ich bin froh, dass das Ding überhaupt läuft hier. Und dass ich dann zum vierten Teil habe ich das zu Ende erzählt mit dem 4 zu 3 Format. Ihr seht das im 4 zu 3 Format. Ich beim Spielen sehe es breitgezogen. Ja, verzerrt. Ja. Aber OBS regelt das, kümmert sich darum, dass ihr einen Vorteil gegenüber dem habt, was ich hier habe. Ich krieg's leider auch nicht umgestellt für mich hier beim Spielen. Aber Hauptsache, die Aufnahme ist ordentlich im Kasten, so wie sich das für das Spiel gehört. Ja, wir haben hier oben, haben wir hier wieder wie beim zweiten Teil, hier also die Speichern beenden und so weiter und die Optionen sind auch recht dünn gesät. Ich kann euch das mal zeigen. Da können wir hier die Musik einstellen, die Geräusche, Sprache, Untertitel. Ich finde aber nichts, wo ich die Grafik einstellen kann. Und hier unten haben wir halt unser Inventar dann, wenn wir dann was haben. So. Und ich würde sagen, genug geschwätzt, wir haben jetzt schon 17 Minuten und wir haben nichts gemacht, Leute. So, runter hier, ab jetzt, die Ich Leute warte wollen. darauf, dass im nächsten Augenblick ein verrückter Clown um die Ecke springt und mich von hinten mit seinem Akkordeon erschlägt. Passiert natürlich nicht. Stattdessen stehe ich völlig verwirrt mitten in Paris. Ich habe Fragen, viele Fragen. Hat Nico etwas mit dem Telegramm zu tun? Wenn ja, wieso sollte sie so etwas tun? Ich überlege noch eine Weile, als ich sie sehe. Geduldig dasitzend und ihre Blumen verkaufend. Ganz so, als ob an ihr die Zeit völlig stehen geblieben ist. Sie hat mir schon einmal geholfen. Wieso nicht auch ein zweites Mal? Genau, die kennen wir ja noch. So haben wir inzwischen was? Nee. So, die kennen wir ja noch, die gute Frau, die er schon angesprochen hat. Das ist auch so eine Sache von so Fan-Sachen, Fan-Modifikation oder komplette Spiele, die auf einem Original beruhen. Man blutet eben die Geschehnisse auf, dass das jetzt basiert mit der Blumenverkäuferin. So ist richtig detailliert aus und bringt das nochmal richtig in Erinnerung, richtig komplett detailliert. Das ist bei Originaltitel, habe ich festgestellt, ist das oft nicht der Fall. Das ist mehr so eine Fan-Mod-Projekt-Methode. So, aber genug geschwätzt, habe ich gesagt. Wir wollen jetzt mal hier den George und die Blumenverkäuferin reden lassen. Bitteschön. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Ja. Und natürlich nicht die Sprecherin, die sie damals hatte. Die damals hat einfach so irgendwie. Oh, wie sind das wieder? So ungefähr habe ich das in Erinnerung. So ungefähr. Ich kann es auch nicht perfekt nachmachen. So, hier. Was haben Sie in all den Jahren gemacht? Blumen verkauft und einigen Kunden die Zukunft vorausgesagt. Das Übliche eben. Naja, üblich ist das nicht gerade. Für meine Person schon. Na, erzähl mal weiter über dich. Sind Sie es eigentlich nie leid, nur Blumen zu verkaufen und die Zukunft zu prophezeien? Wissen Sie, ich habe das jahrelang gemacht. Es fällt nach so einer langen Zeit schwer, sich umzustellen. Sie könnten doch beispielsweise eine eigene Fernsehsendung produzieren. Thema, was Sie schon immer über Ihre Zukunft wissen wollten. Kein schlechter Gedanke, doch ich bleibe lieber bei meinen Blumen. Ich möchte mich und meine Gabe schließlich nicht zur Schau stellen. Verstehe. Das wusste ich. Nein, ich weiß nicht, was mit Ihrer Freundin los ist. Was? Ach, Sie haben meine Gedanken gelesen. Das liegt eben in meinem Naturell, vorauszusehen, mit welchen Gesprächsthemen mich die Leute konfrontieren. Und was möchte ich Sie jetzt fragen? Sie wollen wissen, ob ich Ihnen sagen kann, was Ihre Freundin in den letzten Wochen gemacht hat. Verdammt, Sie haben recht. Ich kann Ihnen nichts Genaues sagen. Nur so viel. Ihre Freundin ist spätabends gerne ausgegangen. Hat sie einen Wurm begleitet? Entschuldigung? Ein blonder Mann, Pferdeschwanz, hässliche Brille, trägt gerne Shorts und nennt sich André Lobineau. Ich glaube nicht. Das beruhigt mich.
Nach einigen Tagen hörte das dann plötzlich auf. Bis heute Morgen habe ich Ihre Freundin dann nicht mehr gesehen. Wie meinen Sie das? Sie ist wohl nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Das sieht ja aber nicht ähnlich. Vielleicht haben Sie einen Kunden bedient und Ihr Herauskommen nicht bemerkt. No, das glaube ich weniger. Ich habe viel Zeit, die Umgebung zu betrachten, Monsieur. Sie verstehen, was ich meine? Ja, das tue ich. Das Geschäft läuft schlecht. So kann man es auch ausdrücken. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie haben ja immer noch mich als Stammkunden und ich werde sicherlich wiederkommen. Ja, nur kaufst du keine Blumen. Ich glaube, das ist Ihr Problem. Hier, bitteschön. Können Sie mir sagen, was mit dem Pariser Wetter heute los ist? Als ich hier ankam, regnete es in Strömen und jetzt herrlicher Sonnenschein. Da haben Sie recht. Doch es wird heute wieder regnen. Noch schlimmer als heute Vormittag. Da sollte man dieses schöne Wetter ausnutzen. Außerdem habe ich sowieso nichts zu tun. Wie wäre es mit einem leckeren Eis? Stimmt, jetzt wo Sie es sagen. Im Rouge Park gibt es eine gute Eisdiele. Ja, kann ich. Können wir es vielleicht so machen, dass ich zuerst die Frage stelle und Sie mir dann erst antworten? Das ist irgendwie konventioneller. Oui. Also, können Sie mir sagen, ob ich wieder auf eine lange Reise gehen werde? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich denke schon. Sie werden sterben. Was? Wenn Sie nicht aufpassen. Ha, das wäre nichts Neues. Sie werden jemanden treffen, mit dem Sie nicht rechnen. Der blonde, pferdeschwanztragende Wurm? Nein, der ist es nicht. Es ist eine wirklich gut aussehende Person. Eine Frau oder ein Mann? 5 Euro, bitte. Ach, kommen Sie schon. Tut mir leid. Aber Hellsehen hat eben seinen Preis. Schade. Ich mache Ihnen aber einen Gefallen. Ich gebe Ihnen dieses Zeitungspapier. Wow, danke. Und was verschafft mir die Ehre, dieses entzückende Stück bekommen zu dürfen? Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden Sie es merken. Okay. Und wo finde ich den Park Rouge? Kennen Sie das Hermétique du Nerval? Besser bekannt als Site du Baphomet. Sehr gut sogar. Ich habe dort vor Jahren einem Maler einen Farbeimer ausgeliehen, einen Türsteher ausgetrickst, meine... Monsieur. Oh, Verzeihung. Zurück zum Thema. 2 Straßen weiter beginnt der Park. Er ist zwar nicht sonderlich groß, doch die Eisdiele auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielen Dank für den Tipp. Die Eisdiele. Naja, eine Eisdiele nennen die das. Aber okay, das werden wir gleich sehen. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Jo. Was ich noch sagen wollte, hier wegen der Rügerie. Das ist typisch Fanprojekt. Ist auch nicht irgendwie negativ gemeint oder so. Wir gehen viel ins Detail. Zum Beispiel, wenn wir damals in die Rügerie reingegangen sind hier, haben wir damals diesen Flur drin nicht gesehen mit dem Fahrstuhl und mit dem Treppenhaus. Und wir sind hier unten reingegangen und waren sofort in Nikos Apartment. Und während ich weiter schwätze, gehe ich erstmal hier. Warte mal. Nee. Wir gehen jetzt also zur Eisdiele. Ja. Damals wie heute möchte ich keine Blumen. Ja. Ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu dem Park hier. So. Die Verkäuferin hatte recht. Bis auf die Eisdiele, oder sollte ich besser sagen, Eiswagen, und einem kleinen Springbrunnen gibt es hier nicht viel zu sehen. Naja, Eisdiele, genau. Wir gucken uns erstmal den Brunnen hier an. Nein, ich habe keinen Durst. Ja, geht's noch weiter rüber hier? Ja, nee, warte. Hier war irgendwo gerade das Lupensymbol. Nun ja, er spritzt eben. Ja. Yep. So, wir gehen erstmal hier rüber. Und klopfen hier mal in das Fenster und schlagen die Scheibe ein.
Als wenn er die ganze Zeit dahinter gewartet hat. Sie wünschen? So, ein Eis bitte. Ich hätte gerne 3 Kugeln. Einmal Erdbeere, Vanille und Schokolade. Das macht dann 3 €. Oh. Sagen Sie mir nicht, Sie haben Ihr Geld daheim vergessen. Ich muss es nicht sagen, wenn Sie es nicht wollen. Können sich Typen wie Sie nicht mal eine andere Masche ausdenken? Hören Sie, das ist keine Masche, oder wie Sie es nennen. Ach nein, sondern? Naja. Sehen Sie, kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Dieser Dialekt, der klingt auch gerade 3 €. Euro. Ja, können Sie hier noch mehr machen? Ja, achso, wir müssen erstmal hier. Ja. Wir können die Eistüte hier oben mitnehmen. Ja klar, die Eistüte ist über 2 Meter groß. Das weißt du schon, oder? Ja, das weißt du. So, jetzt können wir uns den Brunnen hier angucken. Da liegen 3 Münzen drin. Mann, habe ich ein Glück. Das müssten genau 3 € sein, glaube ich zumindest. So. Der Witz ist aber, als ich das erste Mal gemacht habe hier bei meinem Testplatz. Jo. Habe ich das hier gemacht. Dieses Mal habe ich Geld dabei. Dasselbe? Jawohl. Das macht auch dieses Mal 3 €. Hier, bitte. Euro. Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Das hier sind keine Euro, sondern alte deutsche Pfennigstücke. Oh, das tut mir wirklich leid. Ich, Sparen Sie mir Ihr Gelaber. Ich will Sie hier nur noch sehen, wenn Sie Geld, und damit meine ich Euro, haben. Verstanden? Natürlich. Sehr gut. Euro. Das klingt immer wieder interessant. Jetzt mal. Wie sehen eigentlich Euro-Münzen aus? Weg hier! Okay, okay, ich bin ja schon weg. Ja, das ist ja nun mal, der kommt ja nun mal aus Amerika, der weiß das ja nicht. Warte mal, ist hier irgendwas? Nee. Können wir das nochmal? Nein, ich habe. Nee, warte mal, ich lade das aber mal neu, weil die Pfennigstücken sind jetzt weg. So, jetzt haben wir sie noch. Jedes Mal kommt die Taskleiste mit hoch hier, das ist furchtbar. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Als Wunschbrunnen gilt geklaut. Auch nicht schlecht. Oh, ja. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen. Erst muss ich herausfinden, was mit Nico los ist. Jawohl. Eine Parkbank. Eine Parkbank. So, wir gucken uns mal die Zeitung an. Das ist das Zeitungspapier, das mir die Blumenverkäuferin gegeben hat. Es ist 2-mal gefaltet. Eine Schlagzeile fällt mir besonders ins Auge. Café de la Chandelle Verte öffnet heute um 16 Uhr zum ersten Mal nach dem Bombenanschlag seine Pforten. Ich sollte mal vorbeischauen. Machen wir. So, wir speichern das aber mal. So. Aber ich glaube, dazu werden wir dann erst in der nächsten Folge kommen. Rügerie? So, das ist ja das Café hier, wie er schon gesagt hat. Hinten können wir nirgends hin. Wer erinnert sich an den ersten Teil? Hier hat der erste Teil. Hier hat alles angefangen. So. Und die Bedienung ist natürlich auch wieder da. So. Und ich würde sagen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Und damit hoffe ich, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen, obwohl ich mehr geschwätzt habe als gespielt. Aber das ist ja bei der ersten Folge bei mir immer so, dass ich erstmal so ein bisschen Erklärungsbedarf habe. No, ich habe den Erklärungsbedarf, ihr vielleicht nicht, ich schon. No. Und damit hoffe ich, ihr bleibt dabei. Bin mega gespannt auf das Spiel. Hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.